Das ist so viel Blut. Hilf mir doch! Nein, das ist kein echtes Blut. Die Verletzungen sind nicht echt, der Unfall auch nicht. Doch absolut real hingegen sind die Helfer mit ihrem Wissen, Erfahrung und Engagement. Selbst wenn sie nur Schüler sind und nur als Schulsanitäter agieren, in jedem Jahr haben sie die Chance, ihr Können beim Schulsanitäterwettbewerb in Schwerin unter Beweis zu stellen. Dem Deutschen Roten Kreuz als Hauptveranstalter geht es dabei längst nicht nur darum, Nachwuchs zu gewinnen. Die Profis vom DRK wissen Bescheid. Kommt es da draußen wirklich zum Ernstfall, sind sehr viele von uns Bürgern darauf einfach nicht vorbereitet. Ich will keinem zu nahe treten. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sofort hilft, aber es gibt immer noch zu viele, die nicht helfen. Aus verschiedenen Gründen, weil sie es nicht mehr können oder weil sie Vorurteile haben oder weil sie Hemmungen haben oder auch einfach nur Angst. Und immer dieses, einer wird es schon tun. 17 Teams aus Schwerin, Rostock, Ludwigslust und sogar aus Polen waren am 2. Juni am Fredericianum und in der Innenstadt an 17 Stationen unterwegs. Der Auftrag, Menschen in Not zu helfen. Die Abteilung für realistische Unfalldarstellung beim Roten Kreuz sorgte dafür, dass alles möglichst echt aussieht. Man muss Nerven behalten können. Selbstbeherrschung, Konzentration und Teamarbeit sind höchst angesagt. Dann geht es auch darum, Wunden zu behandeln, selbst wenn diese nicht echt sind. Wir haben erstmals zwei Teams an einer Station zusammenarbeiten lassen, obwohl sie es vorher nicht wussten. Das heißt, sie kommen auf das Unfallgeschehen zu und müssen jetzt gemeinsam mit einem fremden Team diese Aufgabe lösen. Das ist schwierig, weil die Schüler ja immer für sich trainieren und sich absprechen, wer macht was. Und jetzt haben wir versucht, die Realität draußen nahezustellen. Draußen weiß man auch nicht, ob wer was kann. Man muss einfach funktionieren. Schulsanitäter zu sein, ist kein Kinderspiel. An 8 kommunalen und einigen Privatschulen in der Landeshauptstadt führt das DRK Schwerin richtige Ausbildungsgänge durch. Dann können die Schulsanitäter nicht nur den Klassenkameraden Hilfe leisten, wenn etwas Schlimmes passiert. Sie überwachen auch Veranstaltungen und haben damit einen realen gesellschaftlichen Auftrag. Also es ist halt so, dass die Schüler etwas können, was Erwachsene nicht können. Und das macht halt sehr viel mit den Schülern. Also sie sind sehr stolz darauf, dass sie was zeigen können, was Erwachsene nicht beherrschen. Aber sie lernen eben auch mit Kameraden, mit Klassenkameraden, mit Erwachsenen umzugehen. Sie lernen, wie man Leuten hilft, was Verletzungen für Schäden anrichten können. Und zum Teil versuchen sie eben auch, diese Verletzungen zum Beispiel zu vermeiden, indem man sich nicht prügelt oder verhaut. Das ehrenamtliche Engagement ist die Basis, auf die das Deutsche Rote Kreuz baut. Auch beim Schulsanitäterwettbewerb sind traditionell viele freiwillige Helfer unterwegs. Auch Partner wie die VR-Bank unterstützen den Wettbewerb mit Geld und Sachspenden. Mehr sogar, wenn der ein oder andere Bankmitarbeiter zu viel von den Zahlen und Finanzen hat, geht er einfach zum DRK und macht mit. Für mich ist es einfach die Arbeit mit den jungen Leuten. Das macht total viel Spaß und denen was beizubringen, denen was zeigen. Die Arbeit insgesamt in der Gruppe, das ist halt einfach. Es war ein guter Einstieg nach dem Herzug hier nach Schwerin, um Leute kennenzulernen und das macht einfach viel Spaß. Zum Glück ist das Blut hier nicht echt. Hoffentlich werden diese Kinder nie im Leben einen richtigen Unfall erleben müssen. Doch es ist gut zu wissen, sie sind da, irgendwo unter uns. Und sie wissen Bescheid, was zu tun ist.